Welche Apps benutze ich als Automatenaufsteller? Was ist sinnvoll? Überwachungstechnik, Telemetrie und so weiter. Mehr dazu vom Onkel Kramer nach dem Intro. Ab geht's. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's, der Paul Kramer von onkelkramer.de. Könnt ihr gerne mal raufgucken. Da ist eine kostenlose Academy für alle Neulinge und jene, die sich für mehr interessieren, können natürlich auch gerne Automaten bei mir angucken. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Was für Apps nutze ich überhaupt? Das Handy ist eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Im heutigen Zeitalter kann man fast alles mit dem Handy steuern, gerade im Automaten. Und ich möchte euch ein paar Apps vorstellen, ein paar Sachen, die ich halt benutze, um meine Automaten zu steuern und auch zu überwachen. Fangen wir mit dem Überwachen an, und zwar, das ist Ring. So, bei Ring kann ich jederzeit sehen, was ist los, was ist passiert. Könnt ihr mal drauf gehen. Wir gehen mal hier auf so ein Live-Video. So, ich kann jetzt hier einmal in der App quasi in den Laden reingucken, schauen, was live passiert. Kann auch ein bisschen ranzoomen, sehen manchmal auch, wenn hier irgendwelche Fehler sind. Zum Beispiel hier die In-Cut-Maschine ist ausgeschaltet, liegt ja bei mir. Ich warte noch auf Ersatzteile, dass ich das reparieren kann, das Teil. Und ja, kann dann halt hier quasi durch den Laden zappen aus verschiedenen Positionen. Die Kamera ist gerade offline. Gucken wir hier nochmal rein. Und Ring ist ja eigentlich eine tolle Geschichte. Es ist zwar nicht ganz günstig, klar, aber ich kann hier in der Timeline gucken, was ist passiert, wer ist da gekommen und so weiter. Ich werde die einzelnen Videos jetzt mal nicht aufrufen, weil sonst werden nachher irgendwelche Personen gesehen, die nicht zu sehen sein sollten. Ring-Alarm ist offline. Ich habe auch eine Alarmanlage von Ring und kann dann halt auch ja ab einer gewissen Uhrzeit sagen, okay, wer sich jetzt hier drin bewegt, der wird erschossen. Ja gut, ganz erschossen vielleicht nicht, aber ja. Das ist wie gesagt Ring. Bis zu 30 Tage werden die Videos gespeichert. Ich kann mir die runterladen, kann die auch weiterschicken, dann direkt zur Polizei, wenn mal irgendwas sein sollte wegen Diebstahl. Gab es ja jetzt schon in vergangener Zeit. Weiter geht's mit der nächsten App. Und da denkt vielleicht der eine oder andere, ja, das hat ja gar nichts damit zu tun. Das ist Blinkist. Blinkist ist gut, um sich schnell zu informieren über gewisse Themen. Und ja, ich nutze das auf jeden Fall, um mein Mindset zu steigern bzw. zu verbessern. Also die ganze Einstellungsgeschichte und Informationen. Und man braucht nicht das ganze Buch lesen, weil ja, es reichen manchmal die wichtigen Informationen. Solche Bücher sind oft aufgebläht durch irgendwelche Sachen, damit das Buch auch eine gewisse Dicke erreicht. Aber mir reichen ja die kurzen und ja, prägnanten Informationen. Gehen wir mal ganz kurz weiter. Haben wir hier Nuki. Nuki sehen wir gerade schwarz. Ich habe Nuki mit einer Brisch gekoppelt. Nuki, wer das nicht kennt, das ist ein Türöffnungssystem. An meiner Eingangstür so, habe ich ein Nuki verbaut. Das heißt, das ist ein Knauf, der automatisch die Tür auf- und abschließt. So, das hat den Vorteil, dass ich morgens nicht unbedingt da sein muss, wenn der Laden aufgeht. Das Licht geht automatisch an. Die Automaten, die jetzt zum Beispiel nicht gekühlt werden, gehen automatisch an. Die anderen sind sowieso immer an. Bei den ja, Getränkeautomaten geht nur das Licht nachts aus. Und auf jeden Fall brauche ich dann morgens nicht um 6 Uhr hinfahren und den Laden aufschließen. Das macht hier meine App. So, das System ist nicht sonderlich professionell, muss man ganz klar sagen. Und ja, es gibt wahrscheinlich bessere. Aber es ist ein einfaches Teil. So, wenn jetzt jemand meint, er müsste das Ding da abbrechen oder sonst irgendwas, dann soll er es gerne tun. Aber ja, deswegen kann ich ja trotzdem das Schloss wieder austauschen und halt ein anderes Nuki ranbauen. Also viel Erfolg würde er damit nicht haben und er würde auch nicht sehr viel mit weiterkommen, wenn er jetzt meine Anlage irgendwie versucht zu manipulieren oder sonst was. Ich kann es auch so einstellen, dass er abends automatisch abschließt, aber ich bin abends meistens selber im Laden. Ich habe auch mal verschiedene Zeiten, an denen ich dort ankomme, denn ich habe keine Lust, dass mir da irgendjemand auflauert und mir einen über den Schädel zieht oder meint, dass er da 20 Euro aus dem Automaten haben muss oder so. Ne? Also ich habe normalerweise in der Woche so um 11 Uhr Schluss und am Wochenende um 0 Uhr. Kann aber auch sein, dass es mal früher oder später ist. Also ich habe da keine festgefahrenen Zeiten. So, zusätzlich werde ich dann noch durch die Kameras beobachtet. Von daher kann da eigentlich nicht viel passieren. Nuki ist ein cooles System. Gibt sicherlich bessere Sachen und welche, die auch irgendwie stabiler sind. Aber ja, ich finde es ganz okay. So, als nächstes habe ich die Tapo-App. In der Tapo-App, da kann ich ganz genau meine Stecker quasi schalten. Ich habe da Steckdosen drin, die über WLAN verbunden sind. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch auf das Gerät drauf gehen und hier einen Zeitplan erstellen. Jeden Morgen 6 Uhr geht es an, da geht der Laden auf. Und abends mache ich es dann halt über die App manuell aus. So,
ganz einfache Geschichte. Da gibt es auch nochmal Steckdosen, die den Stromverbrauch und so weiter anzeigen. Das ist jetzt in meinem Fall nicht so interessant, weil ich ja da eh den Strom selber bezahle. Aber wenn man es jetzt irgendwo beim Kunden aufgestellt hat und die Möglichkeit hat, das WLAN zu bekommen, dann ist das natürlich eine super Geschichte. Ist natürlich immer vom WLAN, also man ist WLAN gebunden. Ne? Also das ist eine coole Sache, auch das Licht hier im WC. Ich kann hier, gerade wenn ich nicht da bin, Partylicht einstellen, sodass ich ja, im Hintergrund immer so ein bisschen Flackern habe und das so ein bisschen cooler aussieht. Also es sind halt farbige Glühbirnen, die dann auch über das WLAN mit gesteuert werden können. Ich habe auch noch einen Alarm hier. Ich habe zwar in den Kameras auch immer noch eine Alarmanlage und auch die Möglichkeit, mit dem Gegenüber zu sprechen. Und habe aber auch zusätzlich noch mal eine extra Alarmanlage, die ist aber gerade abgeklemmt, die richtig laut ist. Ne? Also da haust du freiwillig ab, wenn du die hörst. Ja, das ist wie gesagt das, was für mich ganz, ganz interessant ist, im Laden halt alles zu steuern, zu gucken, zu beobachten, auch eine Aufzeichnung zu haben, wenn irgendwas passiert ist. Das sind ja manchmal Sachen, die Kinder kriegen unter die Automaten. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe keine Lust, dass die sich da irgendwo ja, mit den Fingern im Lüftungsgitter hängen bleibt oder sowas und man dann die Feuerwehr rufen muss. Und das ist auch ein Sicherheitsding eigentlich, dass man auch ein bisschen Präsenz zeigt, dass sie wissen, man, die können nicht machen, was sie wollen. So. Das soll auch nicht blöde oder negativ klingen, aber ich finde, das ganz Wichtige ist, dass sie wissen, da ist jemand. Die Kameras hängen da nicht nur so aus Fake, sondern da ist wirklich jemand, der auch sich um den Laden kümmert. So, dann kommen wir mal zur wichtigsten App und das ist die MoMA-App. So, da sehen wir schon die Umsätze. Master-Slave-Kombination im Laden, gestern 102, heute erst 48. Der Einzelautomat in Sedelsberg, gestern 40, heute erst 20. Die Incap-Maschine ist abgeklemmt, habe ich gestern abgeklemmt. Der Greifautomat zeigt jetzt 0 Euro an, weil Barumsätze werden in der Telemetrie nicht angezeigt. Das liegt aber an dem System, wie ich es angeschlossen habe. Alle anderen Automaten können das. Der Kaffeeautomat heute hat 4 Euro Umsatz gemacht, gestern gar nichts. Warum auch immer. Ich denke mal, die haben alle Alkohol getrunken, weil ja Vatertag war. Ein Eisautomat gestern 11, heute 4. Ja, ist okay. So. Und hier kann ich auch auf den Automaten draufgehen. Das ist jetzt von Nayax die App. Nayax ist das Bezahlsystem, was außen dran hängt. Ne? Was ihr dieses Gelbe, was ihr bei mir sicherlich schon öfter gesehen habt. Da gibt es noch andere Bezahlmethoden, CCV und so weiter. Die haben aber keine eigene Telemetrie. Das heißt, man braucht dann über Televent oder Vendon eine Telemetrie. Die sind auch richtig super. So eine werde ich auch nochmal vorstellen die nächste Zeit. Aber bei Nayax ist halt alles kombiniert. Und deswegen bin ich eigentlich auf Nayax unterwegs. Wobei Vendon, zumindest vom ersten Eindruck her, ich habe es jetzt noch nicht richtig getestet, eine sehr leichte Bedieneroberfläche hat, die einfach zu verstehen ist und vor allem auch die Temperaturkurven tracken kann, was gerade im Lebensmittelbereich, Metzger und so weiter, super wichtig ist. So, jetzt können wir auf die Produktkarte raufgehen, können wir natürlich einmal gucken, wie viel ist hier drin. Ja, ich kann hier auch auf das einzelne Produkt raufgehen, kann hier auch das Produkt, könnte ich jetzt zum Beispiel wechseln, ein anderes wählen. Dann könnte ich den Bestand ändern. Sehe hier die Preisgestaltung, den MDB-Code. Kann auch noch mehrere Informationen hier hinterlegen. So, jetzt gehen wir mal auf Analytik. Da sehen wir, was sehen wir hier? Kassenbestand. Ich habe meinen Kassenbestand nicht aktualisiert. Müsste ich eigentlich mal machen. Normalerweise, wenn man Geld abholt, dann dokumentiert man das über das Nayax. Habe ich jetzt versäumt. Münzprüfer sind 135,90 drin. Im Lagerbestand insgesamt 87%. Anwahl der leeren Auswahl sind 2 Stück, welche das auch immer sind. Decks, zuletzt besucht, vor 2 Tagen. Und ja, ich war heute da, ich habe aber nur Kohle rausgenommen. Und solange ich da nichts buche oder nichts auffülle, ist es halt so, dass es dort so angezeigt wird. So. Was sehen wir noch? Heute, gestern, diese Woche. Da stimmt, Kreditkarte, deswegen ist das ein bisschen verwirrend. Da gesamt. In diesem Jahr hat das Gerät jetzt 11.768 gemacht. Diesen Monat, letzter Monat und so weiter. Wir sehen auch die ganzen Kurven und ist halt super interessant. Was für Informationen haben wir hier noch? Die letzten Käufe sehen wir hier. Was sehen wir noch? Letzte Warnungen, Automateninfo. Und die Einstellung können wir noch ändern, die Parameter und so weiter, was wir auch über die Webseite halt machen können. Wir können die Maschine scannen,
die wir checken wollen. Wir können aber auch hier einmal nochmal über die Smart Keys sagen, Auswahlliste erstellen, so. Und wir generieren jetzt eine Auswahlliste, zack. Und jetzt haben wir hier eine Liste, die können wir nach Auswahl, nach Produkt oder nach Typ halt einmal auffüllen. So, dann sage ich zum Beispiel Kondome, zack, abgehakt. Schwangerschaftstest, zack, abgehakt. Und so fülle ich nach und nach meinen Warenkorb. Ich kann das sicherlich auch wieder rückgängig machen, so, zack. Und kann jetzt hinterher sagen, okay, Auswahlliste befüllen. Und so weiter. Ich kann hier natürlich alle möglichen ja, Smart- oder Kurzwahltasten, sage ich mal, hier reinpacken. Aber es sind so die sinnvollsten. So, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ich komme mit der MoMA 2 App richtig gut zugange mittlerweile. Am Anfang war es sehr hakelig und es funktionierte nicht, aber da gab es einige Updates und jetzt funktioniert das Ganze doch ganz gut. Für mich ist es schön, ich kann im Lager gucken, mit dem Handy habe ich ja eh immer mit dabei, ja, was fehlt. Ich kann am Automaten Bestandslisten anpassen, ich kann Produkte ändern. Ich könnte rein theoretisch sogar die Preise über das Handy halt gestalten. Muss dann aber aufpassen, dass ich mir nicht mit den Preisen, mit den Barpreisen in die Quere komme, die im Automaten sind. Mittlerweile geht das, einige machen das. Ich mache es halt immer über den Automaten mit den Preisen. Muss jeder selber wissen und wie er das da halt macht. Aber ich finde die Apps, beziehungsweise die ich drauf habe, für mich super wichtig und ich benutze sie täglich, gerade im Nayax-Bereich. Ich sehe mal, okay, hey, der Automat, wieso macht denn keinen Umsatz? Stimmt da irgendwas nicht? Klemmt da vielleicht was in der Münzrutsche? Hat da jemand Müll reingesteckt? Und ja, deswegen bin ich eigentlich so ein Fan von allem, von diesen Kartenzahlungssystem Nayax, das natürlich auch die Telemetrie beherrscht. Die getrennten Systeme sind nicht unbedingt schlechter, das will ich damit nicht sagen. Für mich war halt der Punkt, dass ich alles in einem habe, nicht zwei Verträge brauche. Ich bin relativ flexibel, ich kann es so ziemlich in jedes Gerät reinbauen. Ich könnte sogar eine Türöffnung damit ja, koppeln und so weiter. Also mit Nayax sind einem keine Grenzen gesetzt. Das Menü ist manchmal ein bisschen unübersichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es könnte ein bisschen einfacher für den Kunden sein. Auch es gibt ja so eine Academy von Nayax, die ist leider nur in Englisch verfügbar. Es liegt halt daran, dass der deutsche Markt relativ klein ist und vielleicht deswegen noch nicht so interessant ist, um das Ganze zu übersetzen. Aber ich bin rundum sonst zufrieden und wenn ihr App-Vorschläge habt, das wäre toll. Es wäre auch toll, wenn man eine App machen könnte, die einen zeigt, wo der nächste Automat ist oder sowas. Also wenn es da sowas geben würde, unabhängig jetzt von Hersteller, sondern einfach, dass es ein Mehrwert ist für die Leute. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar, man kann es auch in Google eingeben, wo ist der nächste Automat. Und wenn der Automatenaufsteller pfiffig ist, dann wird es einem auch angezeigt. Und ich kann euch auch immer nur raten, tragt euren Automaten ein. Guckt, dass ihr da einen Standort für bekommt, dass ihr auch mehr Kunden bekommt. Also es wird ja den Leuten angezeigt, wo bekomme ich jetzt noch eine Cola oder wo bekomme ich jetzt noch ein kühles Bier. Ne? Deswegen nutzen viele Google und suchen euch halt und ihr könnt da bestimmt nochmal ordentlich mehr Kasse machen, wenn ihr da drin steht. Ansonsten war es das vom Vending Friday, das war mal gar was ganz anderes. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche, was ich mal machen könnte in dem Vending Friday, sagt mir gerne Bescheid. Also liebe Freunde der Automaten, bleibt sauber, ordentlich und anständig. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und Happy Vending. Ciao. So. Nonché drei Farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a doncino d'amor, delle belle turbando al riposo.